Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, jetzt sind wir zusammen. Herzlich willkommen heute zu unserem Webinar zusammen mit Lukas Behrens und Christian Rochner von 3D-Scan. Wir werden heute über die großflächige Erfassung von Flussläufen mit den Produkten von DJI, mit der Phantom 4 RTK und Matrice 300 ein paar Sachen erzählen. Wir werden Ihnen erklären, wie wir die Abschnitte ökologisch kartieren, was man mit Hochwasserschutz machen kann, wie wir die Drohnen dafür benutzen und welche Vorteile wir alles haben. Wir werden zeigen, wie wir die Ortofotos daraus generieren und eine 3D-Punktwolke erstellen. Wir würden uns kurz dann nochmal vorstellen, eine kleine Vorstellungsrunde, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben heute. Sie haben dann hier auch an der Seite hier unten eine Möglichkeit, bei uns in der Chatbox einfach nochmal Fragen zu stellen. Und ich würde Sie auch bitten, das wirklich zu benutzen, einfach Fragen einzustellen, wenn irgendwas unklar ist oder irgendwas offen ist. Ich werde während des Webinars übergeben an Lukas und Christian und werde währenddessen immer wieder mal auf Ihre Fragen schauen. Wenn es relevant ist, wirklich zu diesem Topic, werde ich Sie auch versuchen einfließen zu lassen. Andernfalls werden wir am Schluss der Session noch mal so 10 Minuten eine Frage-Antwort-Runde haben. Da können Sie noch mal gerne alle Ihre Fragen stellen. So, kurze Vorstellung von mir. Mein Name ist Krešimir Dulić. Ich bin seit letztem Jahr bei DJI tätig, bin aber schon seit 2013 im Drohnenbusiness tätig. Habe viel Erfahrung sammeln können, vor allem in der Industrie und in der Vermessung. Und freue mich hier heute Sie als Moderator begrüßen zu dürfen und übergebe hier auch gleich weiter an Lukas. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Lukas Behrens. Ich bin von der Firma 3D-Scan zusammen mit Christian Rochner und werde heute auch den Großteil des Webinars letztendlich euch da durchleiten, ne, durch die Themen, durch die Präsentation und die Daten, die wir generiert haben. Und ich übergebe direkt an Christian, der noch so ein bisschen 3D-Scan dann vorstellt. Ja, vielen Dank. Ja, Christian Rochner, mein Name. Ich bin einer der Geschäftsführer von 3D-Scan. Wir sind spezialisiert auf luftgestützte Vermessung, terrestrisch als auch per, fotogrammetrisch als auch per Laserscanning. Und neben der eigentlichen Dienstleistung der Vermessung und allem, was drumherum so anfällt, bieten wir auch Beratung und Schulung in dem Bereich an. Gerade wenn es darum geht, in den Bereich luftgestützte Vermessung einzusteigen, Beratung zum Equipment, zu Softwarelösungen und so weiter. Da können Sie sich natürlich auch gerne im Anschluss des Webinars mit uns in Verbindung setzen. Ja, ich würde sagen, fangen wir eigentlich direkt an, ne? Ja, super, herzlichen Dank. Lukas, du fängst an oder Christian, möchtest du erst was über 3DS noch mal ein bisschen erzählen, Präsentation oder wollen wir gleich bei Lukas weitermachen? Ich kann ja noch ein, zwei Worte sagen. Das Projekt, was wir oder die Projekte, die wir uns heute anschauen, da geht es eben um sehr extensive Erfassung von Daten. Das sind Projekte, wo wir also Trassen um die 100 bzw. über 100 Kilometer Länge erfasst haben. Einerseits mit der Phantom 4, aber auch mit der M300. Und das ist ja eigentlich relativ eindrucksvoll, um einfach mal zu sehen, was man mit diesem Equipment jetzt, was auch von DJI kommt, überhaupt anstellen kann. Viele haben ja immer so, gerade wenn es um die Phantom geht, ne, das sieht ja alles so ein bisschen, oder manchmal wirkt es so ein bisschen spielzeugartig, ist aber mitnichten so, das sind wirklich ernstzunehmende Vermessungsinstrumente und deswegen umso spannender, dass wir heute mal sehen, was damit möglich ist. Und vielleicht ist das auch dann für Sie, für Ihr weiteres Schaffen interessant. Genau. Noch eine kurze Info, Entschuldigung, zum Ablauf. Wir werden auch dieses Webinar, gab es auch schon ein paar Anfragen jetzt hier, wird es auch später zum Download geben. Sie werden von uns den nächsten Tagen nochmal an alle Teilnehmer, die dabei waren heute und sich angemeldet haben, einen Link bekommen, wo Sie sich dann nochmal das ganze Webinar im Nachhinein noch 2-3 Mal anschauen können. So, ich übergebe Lukas jetzt an dich. Bildschirm übertragen. Müsste langsam bei dir aufpoppen. Bei mir noch ausgegraut. Okay, ich starte jetzt nochmal.
Jetzt müsste Genau, es klappen. Okay. jetzt klappt Doppelt das. gemoppelt hält es besser. Perfekt. Ja. Muss ich mal kurz schauen. Genau. Gut, dann beginne ich einfach mal. Genau, kurze Gliederung jetzt erstmal von der Präsentation vorab. Ich werde einmal die Ziele der Befliegung nochmal erläutern, dann nochmal kurz auf das Projektgebiet eingehen, die eingesetzte Technik vorstellen, wie auch schon erwähnt, dann die Datenaufnahme, also was wir vor Ort aufgenommen haben und was uns ja so da passiert ist und wie das gelaufen ist. Und dann natürlich wichtiger Part, Auswertung und Ergebnisse, wobei wir uns dann die Ergebnisse auch direkt in der Software dann ansehen werden. Ja, die Ziele der Befliegung. Einmal die Generierung von hochauflösenden Ortofotos von verschiedenen Flusssystemen in Süddeutschland. Dabei gab es bestimmte Bedingungen, die wir einhalten mussten, also eine Bodenauflösung von mindestens 3 Zentimeter pro Pixel zum Beispiel oder eben ein Ausgabekoordinatensystem, ne, das Standard-Ausgabekoordinatensystem EPSG 25832, also ETS 89 UTM 32N. Zudem in Teilflächen, also nicht überall, auch die Punktwolke als Grundlage eben für Hochwassergefahrenkarten. Je nach Projektzeitraum hatten wir da verschiedene Anforderungen an die Genauigkeit. Im ersten Zeitraum 20 und 21, also vor einem Jahr praktisch, war noch eine Lagegenauigkeit von 6 cm und eine Höhengenauigkeit in der Punktwolke von 5 cm gefordert. Das wurde dann dieses Jahr etwas abgeändert oder abgeschwächt. Genau, selbes Lagebezugssystem, ETS 89, UTM 32N und als Höhenbezugssystem das DHN 2016 zu den Ausgabeformaten. Die Ortofotos, die dienen, oder wir haben es nicht ausgewertet, wir haben nur die Basis dazu geliefert, die sollten nachher dazu dienen, um Fischhabitate zu kartieren. Deswegen auch diese Auflösung von 3 Zentimetern oder eben besser. Damit eben Kiesbänke, Tiefwasserzonen, Bereiche mit höherer Fließgeschwindigkeit oder eben verlangsamter Fließgeschwindigkeit in den Bildern erkennbar sind, sowie Uferstrukturen, irgendwelche Stauungen, also letztendlich, dass man sich ein Bild machen kann, wo potenziell bestimmte Fischarten vorkommen können. Und das Ganze dient letztendlich dann der Wasserrahmenrichtlinie, also der Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewässer. In diesem Fall in Baden-Württemberg, was ja von der EU vorgegeben ist und wo Deutschland noch ein bisschen hinterherhinkt. Also letztendlich ein ökologischer Zweck, das Ganze. Nebenbei, da wir ja sowieso mit der Drohne über die Gewässer fliegen, hat man sich gedacht, dass man entsprechend auch Punktwolken dann generieren kann. Deswegen im ersten Projektteil nur eine Teilfläche. Hier auf der Karte dieses Gebiet oben rechts in der Ecke bei Stuttgart, das ist die Rems. Da wurde auf etwa 70 Kilometer Flusslänge eben auch danach noch die Punktwolke erzeugt, um entsprechende Hochwasserkarten dann anzulegen. Vor allen Dingen in Bereichen, die zum Beispiel neu durch Bebauung verändert wurden und noch nicht durch die Landesbefliegung zum Beispiel abgedeckt wurden. Genau, ja, zum Projektgebiet. 2020-21 gab es insgesamt etwa 126 Kilometer Flusslauf, die beflogen werden mussten. Das Ganze verteilte sich auf drei Gebiete. Einmal, wie schon genannt, östlich von Stuttgart die Rems mit etwa 70 Kilometer. Dann am Bodensee ein Zulauf, die Radolfzeller Aach mit einem kleinen Seitenbach, etwa knapp 40 Kilometer und ungefähr 10, etwas mehr als 10 Kilometer am ja, westlichen Schwarzwaldrand, praktisch ein Zulauf des Rheines, dann die Schutter. Genau. Punktwolken, also für den Zeitraum 21, 22, dann zudem noch der Neckar-Oberlauf mit etwa 90 Kilometern Flusslauf. Ja, kommen wir direkt dann zur eingesetzten Technik, die wir vor Ort genutzt haben. Einmal im ersten Zeitraum die Phantom 4 RTK. Ganz einfach, weil wir die M300 zu dem Zeitpunkt auch noch nicht im Einsatz hatten und die bis dahin ja, Teil unseres Bestandes war, haben wir die halt auch dort eingesetzt. Abfluggewicht 1,4 Kilogramm, also schön klein und leicht
Flugzeit, also das sind jetzt keine Flugzeiten aus den technischen Angaben, sondern tatsächliche Flugzeiten vor Ort, die wir so erfahrungsgemäß da gesammelt haben, lagen maximal bei 18 bis 23 Minuten, je nachdem, wie alt der Akku war. Da waren auch Akkus bei, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatten. Also die, da ist ja auch ein gewisser Verschleiß, waren die Flugzeiten dann mal länger oder kürzer. Und ganz klar, es war ja eine Daueraufnahme. Das heißt, Akkus waren nicht immer bei 100%, sondern auch schon mal bei 95% geladen, sodass die Flugzeiten da entsprechend ein bisschen variiert haben. Ja, die Kamera der Phantom 4 RTK, 1 Zoll CMOS-Sensor mit 20 Megapixeln und einem mechanischen Global Shutter, was den Einsatz eben für die Fotogrammetrie sehr sinnvoll macht, dieses Systems. Dann das Objektiv, Sichtfeld 84 Grad, 8,8 mm Brennweite, was entsprechend Vollformat-Äquivalent 24 mm entspricht, also ein typisches Weitwinkel-Objektiv, mit dem man also eine recht große Fläche dann in einem Foto abdecken kann. Die Bodenauflösung, ganz wichtiger Punkt, wir sollten ja die 3 cm im Orthofoto einhalten. Deswegen sind wir bei 100 Meter Flughöhe geflogen und damit erreicht man etwa 2,74 cm Bodenauflösung. Die Bodenauflösung errechnet sich bei diesem Kameramodell aus der Flughöhe, geteilt eben durch 36,5 cm pro Pixel. Und dann kommt man bei 100 Metern auf diese 2,74 cm. Das kann man sich also einfach umrechnen oder vor Ort direkt aus der App auslesen. Da kriegt man dann in der Ecke immer eine kleine Information dazu, wenn man dann fliegt, wie die Bodenauflösung bei aktueller Flughöhe dann entsprechend ist. Wobei man ja auch sagen muss, je nach Standpunkt variiert die natürlich. Deswegen baut man da immer einen gewissen Puffer ein. Bei 3 cm machen wir keine Punktlandung bei 3 cm mit, was ich, 108, noch was Metern, sondern geben im gewissen Sicherheitspuffer dazu, sodass wir auf jeden Fall die 3 cm überall dann auch im Projektgebiet erreichen. Ja, im zweiten Befliegungszeitraum 21/22 haben wir dann die DJI Matrice 300 RTK zusammen mit der Zenius P1 Kamera verwendet. Deutlich höheres Abfluggewicht, 6,3 Kilogramm mit zwei Akkus. Flugzeit auch letztendlich aus der Erfahrung heraus vor Ort etwa 40 Minuten. Kommt immer drauf an, Temperatur, wie es gerade läuft, wie die Akkus gerade geladen sind, aber 40 Minuten ist so ein realistischer Wert, der erreichbar ist, sage ich mal, in der Praxis. Unterscheidet sich ja immer so, sage ich mal, von den Laborwerten, die in den technischen Datenblättern ausgegeben werden, wo dann alles perfekt ist. Dann faktische Arbeitszeit muss man ja noch dann letztendlich immer den Anflug und den Rückflug mit einrechnen. Das heißt, faktische oder die Flugzeit, in der man tatsächlich dann Fotos aufnimmt, kann dann natürlich entsprechend nochmal kürzer sein. Genau, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz großer Sprung nach vorne im Vergleich zur P4RTK. Das ist also praktisch das Doppelte an Flugzeit, was wir zur Verfügung haben. Und das macht schon großen Unterschied, was die einzelnen Subprojekte dann angeht oder eben letztendlich von der Effektivität auch der Arbeitszeit. Ja, die P1-Kamera hat einen Vollbildsensor mit 45 Megapixeln, auch einen mechanischen Shutter, also ebenfalls sehr gut geeignet für die fotogrammetrische Auswertung, deutlich höhere Auflösung und eben ein Vollformat-Sensor, der eben bessere Qualitäten verspricht, also größere Pixel hat auf dem Sensor, fast, also ja, ich meine sogar etwa doppelt so groß, der einzelne Pixel auf dem Sensor, was den Sensor auch etwas unempfindlicher macht gegen zum Beispiel Bildrauschen bei höheren ISO-Werten und auch die Blendendynamik etwas erhöht, also Licht, also helle und dunkle Bereiche einfach besser abgebildet werden. Ja, aktuell das Verbaut oder das Objektiv, was wir verwendet haben, ein 35 mm Objektiv. Wir hätten gerne, sag mal, ein bisschen mehr Weitwinkel gehabt als diese 35 mm. Hier haben wir nur ein Sichtfeld von 63,5 Grad, also etwas weniger Abdeckung auf dem Gelände. Und das entspricht dann bei 100 Metern Flughöhe einer Bodenauflösung von 1,25 Zentimeter. Hier sind wir dann tatsächlich vor Ort auch höher geflogen. Hätten theoretisch aber bei den Vorgaben des Auftraggebers 3 cm auch deutlich höher fliegen können als, sage ich mal, gesetzlich erlaubt oder was eben auch im Rahmen
der Beauftragung erlaubt wurde. Ja, weitere Technik, die wir eingesetzt haben. Wir haben Pass- und Kontrollpunkte vor Ort eingemessen. Dazu haben wir unser Leica GS15 verwendet, was wir schon seit einigen Jahren im Einsatz haben und immer noch zuverlässig funktioniert. Mit Stativ natürlich vor Ort. Dann zum Laden der Akkus einen Generator gehabt. Wir waren teilweise in Gebieten, ja, sag ich mal, fernab der Zivilisation, sofern jetzt auch nicht, aber schon, sage ich mal, im Grünen und weiter weg, sage ich mal, von Lademöglichkeiten. Bei der M300 hat man praktischerweise diesen schönen Ladekoffer dabei, mit dem man dann sehr praktisch schnell die Akkus laden kann. Allerdings braucht dieses Gerät etwa 1,1 kW Ladestrom. Also das muss man erstmal dann dabei haben. Die meisten Generatoren sind genau damit dann gerade überfordert und man muss dann schon einen etwas größeren Generator mit 2 kW wählen, damit man eben vernünftig vor Ort dann auch arbeiten kann. Und auch die meisten mobilen Ladekoffer, die, was ich mit Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet sind, die man dann zum Beispiel während der Fahrt oder abends, morgens dann laden kann, um Energie über den Tag mitzunehmen zum Laden, reichen da in der Regel dann auch nicht mehr aus. Also da müsste man schon größeres Gerät dann auffahren oder eben einen entsprechenden Generator, wie wir das gemacht haben. Im ersten Befliegungszeitraum mit der PFI-RTK haben wir auf eine dreifache Ausstattung an Ladegeräten gesetzt, da wir damit dann tatsächlich so eine Art kontinuierliches Laden und Fliegen durchführen können. Das heißt, es ist immer bei einer gewissen Anzahl von Akkus, die wir vorhalten. Wir hatten, ich denke, etwa 5 bis 8 Akkus immer im Einsatz, hat man dann immer einen geladenen Akku, der frisch geladen aus dem Gerät kommt. 20 Minuten etwa dauert der Verbrauch eines Akkus und etwa 60 Minuten das Wiederaufladen. Wenn man dann 3 Akkus parallel lädt, kann man so einen kontinuierlichen Flow bewerkstelligen, der letztendlich einen dann nicht zu Zwangspausen durch fehlende Batterie oder fehlende geladene Batterien dann bringt. Ja, zusätzlich natürlich Luftbildplatten für Bereiche, in denen wir keine Passpunkte markieren konnten, zum Beispiel auf Wiesen. Es waren teilweise, wie gesagt, abgelegene Gebiete. Da haben wir dann entsprechend diese Luftbildplatten ausgelegt, 80 mal 80 Zentimeter. Wir sehen hier schön im Bild eine, wo gerade das GPS-Gerät draufsteht. Und natürlich, um die Daten zu sichten vor Ort, die Flugplanung noch nachzuarbeiten, Laptop, Markierfarbe für befestigte Flächen, für Passpunkte und natürlich Verpflegung, dass wir über den Tag kommen. Jetzt geht die Folie nicht weiter. Da. Ja, zur Datenaufnahme vor Ort. Allgemein hatten wir bestimmte Vorgaben, die wir einhalten mussten. Einmal, dass wir die ganzen Daten in der laubfreien Zeit aufnehmen, also im Winter bis vor dem, also vor dem Laubaustrieb im März, April dann die Befliegungen auch abschließen, damit Vegetation, höhere Vegetation, Gebüsche eben nicht Gewässerränder unnötig, sage ich mal, verschatten und diese Bereiche in den Bildern entsprechend auch noch erkennbar sind, soweit das eben geht. Und für die Punktwolke im Bereich des Hochwasserschutzes natürlich sinnvoll, da wir dann Boden unter den Bäumen eben auch erfassen können. Ja, zudem sollte der Pegelstand der Gewässer immer unter dem Jahresmittelwasser liegen. Hier in diesem Beispielbildchen mal aus so einer Pegelkarte oder so ein Pegeldiagramm mit dem Datum, das ist jetzt ein aktuelles. Da sehen wir jetzt hier zum Beispiel die Rems in Schwäbisch Gmünd, ne, wie der Pegel sich verändert mit entsprechend den aktuellen Niederschlägen. Und wenn dann die Niederschläge nachlassen, sinkt er allmählich wieder. Und wir sehen hier rechts MW, das steht für Mittelwasser. Und wenn wir dann unterhalb des Mittelwassers liegen, also aktuell könnte man gerade so fliegen nach den Bedingungen, hätte man dann entsprechend die Befliegung durchführen können. Abschätzung heißt immer so, was ist in Zukunft zu erwarten an Veränderungen. Und die gestrichelte Linie, hier sehen wir schön, zeigt letztendlich, wenn
wie der Pegel sich verändern würde, wenn keine weiteren Niederschläge auftreten. Wir hatten zum Glück in den jeweiligen Befliegungszeiträumen so Schönwetterperioden, wo dann die Pegel nach Hochwassersituationen meist im Winter ja zu erwarten, dann entsprechend auch wieder niedrig und akzeptabel waren. Und ein weiterer Punkt, den wir einhalten mussten, keine Gewässertrübung, also möglichst klares Wasser, damit eben Fischhabitate, Kiesbänke entsprechend überhaupt erkennbar sind in den Bildern. Bei trübem Hochwasser kann man sich denken, da erkennt man nicht viel, da braucht man dann auch nicht entsprechende Orthofotos erzeugen. Ja, zusammen mit den Wetterbedingungen kann das schon recht schwierig sein, dann geeignete Zeiträume für die Befliegung zu finden. Zudem gab es dann noch weitere Vorgaben zum Natur- und Vogelschutz, sodass zum Beispiel im Mündungsbereich des Bodensees, wo Rastvögel ja jedes Jahr eintreffen und also wirklich zehntausende Vögel dann überwintern, die sollten natürlich nicht gestört werden. Da gab es dann ornithologische Begleitungen vor Ort, die das dann entsprechend ja sich angeschaut haben, was die Drohne da für einen Einfluss hat. Mit der P4RTK wurde die Drohne von den Personen vor Ort, die die Vögel beobachtet haben, tatsächlich gar nicht wahrgenommen in 100 Metern Höhe. Das heißt, auch die Vögel haben die Drohne nicht wahrgenommen. Aber im Landebereich, wo die Drohne runterkommt, da gibt es natürlich eine gewisse Störung auf die ja, entsprechenden Vögel, die da vor Ort sind, die dann entsprechend ausweichen. Und im Winter, wenn sowieso nicht viel Futter zur Verfügung steht, kann das dann schon für einzelne Arten kritisch sein. Gerade wenn man in Naturschutzgebieten ist, wo ja kritische Arten dann auch häufig vorkommen. Genau, oder Rastvögel, wenn man da 10.000 Vögel dann aufschreckt und die dann durch die Gegend scheucht, das sollte halt eben vermieden werden. Also letztendlich negative Drohnen-Publicity vermeiden. Das hat aber ganz gut geklappt. Es gab keine Zwischenfälle mit Vögeln. Es gab einmal einen Rotmilan, der fand die P4RTK vor Ort sehr interessant, hat die mal zwei, dreimal umkreist und da dachten, haben wir schon ein bisschen Angst gekriegt, haben das dann unterbrochen. Das war aber auch dann wirklich das einzige Vorkommnis, wo wir uns Sorgen gemacht haben. Und das war wohl eher ein neugieriger Greifvogel. Ja, Flugplanung. In der ersten Periode 2020-21 mit der P4RTK und der DJI GS-RTK-App. Sollten wir die Flüsse nicht linear befliegen, sondern es waren teilweise hier und da noch Seitenflächen angegliedert. Also eine Korridor-Mapping, ein klassisches, wäre da eben nicht möglich gewesen. Das heißt, wir haben letztendlich die Umringe erhalten, welche wir befliegen sollten, haben die in entsprechende Abschnitte unterteilt. Man erkennt das hier in diesem Befliegungsmuster auf dem Orthofoto zum Beispiel hier. War dann ein Abschnitt, wo wir dann ein Raster gelegt haben. Das ist jetzt ohne die Schrägaufnahmen, wo wir einfach Senkrechtaufnahmen gemacht haben. Zusätzlich haben wir aber auch immer Schrägaufnahmen aufgenommen, zumindest da, wo auch das Ort, die 3D-Punktwolke letztendlich dann eben auch relevant war. Das waren dann immer Abschnitte von ca. 500 bis 750 Metern. Das Ganze haben wir dann in KML Dateien ausgegeben, in QGIS aufbereitet, in KML ausgegeben, in einer Datei mehrere einzelne Abschnitte, also Umringe, dann abgelegt, die man dann einfach nacheinander abgeflogen ist. Nur einfach vor Ort eine Datei einladen in die GSRTK-App und dann kann man die als Planungsgrundlage nutzen und dann jeweils die einzelnen Umringe dann entsprechend planen und durchführen. Flughöhe, wie schon erwähnt, 100 Meter. Hauptsächlich Senkrechtaufnahmen mit 80% Front- und Seitenüberlappung. Ganz einfach, weil der Auftraggeber das so vorgeschrieben hat. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob 80-80 ein bisschen viel ist vielleicht oder zu wenig hier und da. Das war jetzt einfach pauschal vorgegeben. Tatsächlich war es größtenteils dann ein bisschen viel an Daten, aber in manchen Bereichen mit viel Vegetation dann wiederum zu wenig. Da muss man einfach dann, haben wir dann von unserer Seite auch deutlich mehr Daten aufgenommen. Ja, die Korrektur, die RTK-Korrektur wurde mit SAPOS durchgeführt. Das hat auch wunderbar geklappt. Wir haben nahezu 100% Bilder mit Echtzeitkorrektur erhalten. Also Mobilfunk haben wir irgendwie überall hingekriegt. Zur Not immer über die Position der Fernsteuerung, wo ja dieser kleine LTE-Dongle drin ist.
Wenn man vor Ort keinen Empfang hat, dann muss man sich eben mit der Fernsteuerung dahin begeben, wo Empfang ist und kann dann die RTK-Korrekturdaten in Echtzeit beziehen. Sollte das mal ausfallen, was hier tatsächlich nicht vorgekommen ist, kann man natürlich immer auch auf das PPK ausweichen, wenn denn diese RENEX-PPK-Daten dann auch richtig gespeichert werden. Da muss man ein bisschen drauf achten, sodass man dann nachher im Büro letztendlich auch genaue Positionen erzeugen kann, mit Hilfe von Korrekturdaten dann von der Landesvermessung, zum Beispiel von SAPOS. Ja, die Tagesleistung mit der P4RTK, die lag bei 12 bis 22 Kilometern Flusslauf, immer in Abhängigkeit, ne, wie groß waren die Seitenflächen, die wir da aufnehmen mussten. Das steigerte sich natürlich auch mit dem, sag ich mal, mit dem Ablauf von Tag zu Tag wurden wir immer besser und schneller. Ne, am Anfang gibt es einfach immer so kleinere Problemchen, die immer auftauchen, irgendwie mit dem Ladezyklen, dass man irgendwas vergessen hat, irgendwie die Karte, irgendwelche Planungen, die man noch nicht perfekt vorbereitet hat, die man dann einfach entsprechend nacharbeiten muss. Genau, ne, also man wird dann immer besser und besser und dann, wenn man perfekt arbeitet, dann hört man auch schon wieder auf. Also am letzten Tag haben wir tatsächlich die 22 Kilometer dann geknackt. Da hatten wir aber kaum noch eine Kaffeepause. Da haben wir dann wirklich den hellen Zeitraum von, das war ja im Februar, März, mit relativ wenig Licht abends und morgens, dann auch wirklich perfekt ausgenutzt und dann auch wirklich durchgeführt. Genau. Ja, dasselbe ein Jahr später mit der M300 und entsprechend der Pilot-App als Alternativplanungs-App jetzt zur GSRTK, also eine andere Planungs-App wurde hier verwendet, die ja, zum Beispiel, was die KML-Dateien angeht, leider ein paar Nachteile hat. Somit, man muss zum Beispiel, man kann keine Multi-Feature-KMLs nutzen, also wo mehrere Umringe in einer KML verpackt sind, sondern man muss wirklich für jedes Befliegungsabschnittchen, für jede Linie, für jedes Polygon muss man eine eigene KML anlegen. Und diese sollte auch, muss auch in einem ganz bestimmten Format vorliegen. Also das Google Earth-Format zum Beispiel, wenn man das aus Google Earth exportiert, das funktioniert einwandfrei. Und andere Formate, zum Beispiel direkt aus QGIS, da haben wir dann Probleme gehabt. Da musste man dann die Koordinaten, muss man sich eine Vorlage machen, Koordinaten austauschen. Das war relativ aufwendig. Genau. Zudem haben wir in diesem Projekt tatsächlich einfach nur eine Linie vorgegeben gehabt, die wir einfach zu beiden Seiten mit 50 Metern ausgedehnt haben. Also hier konnten wir klassische Korridore fliegen und entsprechend auch die Korridorplanungs-App dann verwenden. Das machte das Ganze dann wiederum auch wieder einfacher, sodass man einfach eine Linie eingibt. Die kann man dann auch entsprechend in Abschnitte unterteilen. Wir haben sie tatsächlich nochmal manuell in einzelne Abschnitte unterteilt, je nach ja, Beschaffenheit des Geländes vor Ort. Wenn man irgendein Bereich war mit vielen Flussschleifen irgendwie in Steillage, dann muss man natürlich entsprechend kurze Abschnitte wählen. Bei langen, geraden Abschnitten kann man wiederum längere wählen, sodass wir hier wirklich praktisch vorher an der Karte gesessen haben und die Abschnitte individuell entsprechend angepasst haben. Je nachdem, was wir da zu erwarten haben oder was wir glaubten, dort zu erwarten, anhand der Kartengrundlage, die wir im Vorfeld hatten, Höhenmodell und entsprechend einfach Satellitenbilder. Dabei variierten die Flussabschnitte, ich sag mal so grob, zwischen 500 und 1500 Metern. Man muss natürlich immer in Sichtweite fliegen, die Drohne in irgendeinem Standpunkt haben, wo man auch entsprechend Empfang generiert. Zum Beispiel jetzt hier in diesem kleinen Screenshot, da ging die Drohne so um die Ecke im Tal. Man muss aber bedenken, hier waren die Hügel zum Glück dann nicht so groß, sodass wir von so einer etwas erhöhten Position dann immer gute Sicht auf die Drohne hatten. Und wir waren immer zu zweit unterwegs, sodass eine Person dann auch als Spotter fungieren konnte und teilweise dann auch sich woanders positioniert hat, um die Drohne entsprechend dann im Blick zu haben. Flughöhe in diesem Projekt 120 Meter war vorgegeben als maximale Flughöhe und ist natürlich auch gesetzlich entsprechend da, dort begrenzt. Dabei haben wir dann eine Bodenauflösung von genau 1,5 Zentimetern und letztendlich zu viel Auflösung im Vergleich zu dem, was gefordert wurde, mit einem 24 mm Objektiv zum Beispiel, was ja kommen soll, oder ich bin gerade nicht im Bilde, ob es schon da ist, wäre das natürlich effektiver gewesen.
Wir hätten mit deutlich weniger Fotos dann mehr Fläche abgedeckt und dann entsprechend schneller arbeiten können. Ja, Frontüberlappung 80%, Seitenüberlappung 70%. In der Regel in besonders vegetationsreichen Zonen im Wald haben wir das auch nochmal deutlich erhöht. Und hier haben wir auch zusätzliche Oblique- oder Schrägbildaufnahmen mit minus 60 Grad aufgenommen. Die Tagesleistung hier etwas geringer als bei der P4RTK. Ganz einfach darin begründet, wie ich schon erwähnt hatte, wir haben eine geringere, eine Objektivöffnung. Also das heißt, wir haben weniger Boden, den wir letztendlich mit einem Bild erfassen, als bei der P4RTK. Also das 24 mm Objektiv hätte das wahrscheinlich auch deutlich beschleunigt. Hinzu kam, dass wir mit der M300 noch nicht so warm waren zu dem Zeitpunkt und die M300 uns auch hier ein paar technische Probleme bereitet hat. Wir hatten leider ein Modell erwischt, wo die GPS-Antenne nicht korrekt funktionierte und wo es zwischendurch zu Ausfällen kam, wo wir einfach den Flug neu starten mussten. Dadurch haben wir relativ oft, sag ich mal, neu anfliegen müssen und sehr viel, ja, recht viel Zeit verloren. Aber dennoch haben wir also am Ende doch ganz respektable Leistungen erzielt, also 18 Kilometer am Tag dann zum Ende hin, wo wir gut eingefahren waren. Aber das hätte noch deutlich mehr sein können, hätten wir das andere Objektiv und eben nicht die Probleme gehabt mit der Antenne. Ja, zu den Fotos, die wir aufgenommen haben im ersten Projekt oder im ersten Teilprojekt 2021. Hier sehen wir auch so ein Beispielfoto oben rechts von so einem Stück Flussauflauf an der Flussabschnitt an der Aach. Schön kann man den Boden erkennen im Fluss, also schön klares Wasser. Hier haben wir 47.000 Fotos in den drei Teilgebieten aufgenommen, was entsprechend etwa 385 Gigabyte auf der Festplatte dann entsprachen. Noch also eine ganz ordentliche Datenmenge, die wir im Folgejahr mit der M300 allerdings bei kleinerem Fluggebiet dann nochmal deutlich geknackt haben. Mit 52.000 Fotos, einfach weil wir mehr Schrägbildaufnahmen gemacht haben und wieder, weil der Bildausschnitt am Boden kleiner ist. Wir hätten theoretisch ja mit über 200 Metern fliegen können und immer noch brauchbare Ergebnisse erzielt für die Ortofotos. Und auch was die Punktwolkendichte angeht, hätte das noch ausgereicht an Daten. Damit hätten wir natürlich weniger Fotos gemacht dann im Vergleich und wären auch viel schneller gewesen. Aber durch die Flughöhenbegrenzung auf 120 Metern sind wir eben auch hier, also bei mehr Fotos entsprechend gelandet. 52.000 Fotos mit 45 Megapixeln und fast 100% RTK-Bildposition und fast 1 TB an Datenmenge. Ja, dann kommen wir zur Auswertung. Eingesetzte Software bei der fotogrammetrischen Auswertung Agisoft Metashape Pro mit den Versionen 1.7 und 1.8, also 2020 1.7 und aktuell 1.8. Weitere genutzte Software für die Punktwolke, fürs Ausdünnen, fürs Filtern, teilweise in Metashape, teilweise in Cloud Compare, aber auch ArcGIS Pro. Und zum Beispiel das Kacheln der Ortofotos wurde auch später mit ArcGIS Pro durchgeführt. Da haben wir Schemen vorgegeben gekriegt mit entsprechender Benennung der einzelnen Kacheln. Und das ja, haben wir dann mit ArcGIS Pro durchgeführt, automatisiert. Das wäre schön gewesen, könnte man sowas auch in Metashape machen. Das geht leider nicht ohne Skripte, also nicht über die normale Bedienoberfläche. Genau. Eingesetzte Rechner, verschiedene Workstations, ältere HP-Workstations mit Xeon E5 Prozessoren und eben aktuelle AMD Workstations mit Ryzen 7 und Threadripper Pro Prozessoren und entsprechend Grafikkarten, die wir hier gerade im nutzen. Einmal die 1080 Ti, mittlerweile ausgemustert, aber dann 2080 Ti, 3080 und RTX 3090 mit, also praktisch das neue Flaggschiff von Nvidia. Da kann man dann auch entsprechend große Datenmengen relativ flüssig mit auswerten. Arbeitsspeicher der Workstations variiert zwischen 128 und 512 Gigabyte. Bei so großen Projekten muss man ohnehin
die Projekte, sage ich mal, teilen in Subprojekte, also zumindest in den entsprechenden Prozessschritten wie dichte Punktwolke, Wolkenerzeugung oder in der Vermaschung oder Orthofotogenerierung. Da kann man also mit normalen Workstations eigentlich kaum noch dann diese großen Datenmengen in einem Rutsch dann durchschleusen. Dann muss man letztendlich das Ganze in kleinen Häppchen verarbeiten und entsprechend später wieder zusammenführen. Lukas, kannst du bitte vielleicht auch noch ein paar Sätze sagen, wie lange sowas ungefähr gedauert hat? Eine Nacht, zwei Nächte, je nach der Datenlage? Da kommen wir nachher noch zu. Also wir gehen gleich mal in die Software rein und da können wir uns das anschauen. Da werde ich noch ein bisschen mehr zu sagen. Genau. Ja, Speicher ist immer auch ein Thema. So normale Festplatten sind dann ganz schnell zu klein für so ein Projekt. Das aktuelle Projekt hat eine Größe von 6 Terabyte auf der Festplatte. Dann sollte man natürlich schnelle Festplatten haben und die Fotos müsste man dann auch noch auf einer separaten Festplatte haben. Das heißt, da sollte man sich wirklich über den Speicher Gedanken machen bei so großen Projekten, denn es gibt da nichts Nervigeres als so eine volle Festplatte, die dann, wo es dann nicht weitergeht und wir dann mitten im Prozess zum Beispiel irgendwo den Rechner dann nochmal aufrüsten müssen. Das sollte man sich im Vorfeld also überlegen, dass man sich da genug Reserven aufbaut an Speicher. Genau, das Ganze haben wir dann auch teilweise im Netzwerk prozessiert, also auf mehreren Workstations zeitgleich, dann mit dem Network Processing, was ja Metashell bietet, was dann auch recht flüssig läuft und womit wir dann auch die Berechnungszeiten deutlich, deutlich verkürzen können, solange wir ein flottes Netzwerk haben. Genau, ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch in die Projekte und schauen uns dann mal direkt in Metashape die Ergebnisse an, Orthofoto und Punktwolken. Ich beende mal die Präsentation und dann öffnen wir mal ein Teilprojekt aus dem letzten Jahr. Wir haben das hier vorhin schon im Screenshot gesehen. Das ist jetzt das Befliegungsgebiet. Ich kann mal die Karte dahinter schalten. Am Bodensee, die Radolfzelle Aach, die entspringt hier am Aachtopf. Das ist also ein Teil der Donau, die versickert und die taucht da plötzlich in der Erde wieder auf, in diesem Aachtopf hier und fließt dann nicht die Donau Richtung Schwarzmeer, sondern eben in die Nordsee über den Rhein. Also das sind etwa knapp 40 Kilometer Flusslauf mit diesem Seitenarm hier. Und genau, das hier ist schon das zusammengefasste Produkt. Wir sehen hier die Verknüpfungspunkte und da sehen wir hier zum Beispiel eine Bearbeitszeit von etwa auf dem alten Rechner noch auf dem älteren von etwa 10, 12 Stunden für den Abgleich. Also doch eine relativ lange Zeit. Das kann man mit den neuen Rechnern, die wir hier auch im Einsatz haben, deutlich schneller machen oder über das Netzwerk dann auch entsprechend schneller. Genau, die Ausrichtung, hier sehen wir es schon, Koordinaten, ne? Wir haben die Koordinaten direkt nach dem Import überführt und transformiert in entsprechende Höhensystem und entsprechende Lagesystem. Hier sehen wir die Genauigkeiten, die RTK-Messgenauigkeiten und wenn wir da mal hoch und runter gehen, also 100% RTK, wunderbar, das hat wirklich bestens geklappt vor Ort und in der Ausrichtung eine durchschnittliche Abweichung hier von unter 2 Zentimetern, kann man einfach mal so stehen lassen. Und wenn wir mal weiterschauen, hier sehen wir dann die Pixelfehler der einzelnen Bilder, wie die sich in die Ausrichtung einfügen. Und das liegt also in Bruchteilen eines Pixels. Das deutet eben darauf hin, dass das eben auch erfolgreich war. Wir haben den ganzen Prozess, die Ausrichtung natürlich optimiert sukzessive. Das heißt, fehlerhafte Verknüpfungspunkte gefiltert, entsprechend danach immer optimiert in verschiedenen Schritten. Und dann später auch noch die Pass- und Prüfpunkte eingefügt. Die sehen wir hier unten. In diesem Projekt waren das, jetzt muss ich mal nachdenken, ich glaube 14 oder 15 Prüfpunkte oder Passpunkte, die wir noch mit eingebracht haben. Durch die Schrägbilder und diese Passpunkte konnten wir dann die Lagegenauigkeit auf jeden Fall gewährleisten in den Orthofotos. Hier wurde keine dichte Punktwolke erzeugt, also zumindest nicht als Endprodukt für den Kunden oder für den Auftraggeber, sondern letztendlich war hier das in diesem Teilstück eben nur das Orthofoto genau
Endprodukt. Und hier sehen wir das schön. Die Passpunkte liegen mit 12 mm im Mittel und die Prüfpunkte mit 25 mm. Einfach weil bei den Passpunkten das ganze System natürlich dahin gedrückt wird und die Prüfpunkte letztendlich dann eben frei mitlaufen, sind da natürlich die Fehler etwas größer. Natürlich sind es auch GPS-Messpunkte. Das sind Punkte, die haben wir zweifach gemessen und gemittelt, immer am Anfang und am Ende der Befliegung. Und in der Regel haben wir die Passpunkte auch so gelegt, dass wir, wenn möglich, die dort gelegt haben, wo wir eben gestartet sind mit der Drohne, um den Aufwand da einfach gering zu halten. Ich kann hier mal auf die Fehler schalten und dann sehen wir auch, wie die Fehler sich so verteilen in X, Y und Z-Komponente. Das ist ja hier ist eher untypische Verteilung, also die Z-Komponente eher gering, aber wir hatten auch sehr gute Messbedingungen vor Ort und das ist ein relativ flaches Gelände, also wenig bergig, sehr offen, wo wir gute GPS-Bedingungen hatten und das Ganze noch im Winter bei klarem Himmel. Ja, schauen wir uns mal das Orthofoto an. Hier so ein Teilgebiet zum Beispiel, wenn man reinzoomt. Hier kann man den Fluss erkennen, also das, was gefordert war. Hier sehen wir die Kiesbänke, Bereiche, wo Pflanzen, Wasserpflanzen wachsen. Und man kann hier sehr gut sehen, ne, diese großflächigen Kiesbänke. Oder hier zum Beispiel ein Baum, der durch einen Biber angenagt wurde. Hier sehen wir den Baumstumpf, die Späne und den angenagten Stumpf. Da hat er eine große, ja, irgendwie eine Pappel oder Weide umgenagt. Und in der Umgebung waren auch teilweise wirklich sehr große Bäume angenagt worden, die dann teilweise in Resten noch hier rumlagen, irgendwie teilweise auf Straßen gefallen sind. Genau, Passpunkte. Können wir uns mal einen anschauen. Den nächsten hier zum Beispiel haben wir dann entsprechend mit diesen Luftbildplatten markiert und automatisch auch erkennen lassen in der Software, also nicht manuell platziert, sondern dann automatisch in den Bildern gesucht, was den Aufwand dann auch nochmal minimiert und vor allen Dingen auch die Markierungsfehler, ne, die man ja immer hat. Das ist ja, je nachdem, wo ich da jetzt hinklicke, kann ich auch mal daneben klicken. Und das ist durch diese automatische Erkennung auch schon mal reduziert. Und auch hier sehen wir das schön, hier ist so eine Fischtreppe, die hier irgendwann mal gebaut wurde, um irgendwie hier so ein Wehr eben durchlässig zu machen für Fische. Hier ist ein Wehr, da wird Wasser gestaut. Wahrscheinlich eben zur Stromgewinnung oder um, ja, hier sehen wir das schon, dieser Kanal, der dann hier rüber führt. Und hier hinten, ich glaube irgendwo, genau, hier ist ein kleiner Generator, dann irgendwelche Anwendungen hat wie Stromgewinnung oder Kühlung in irgendwelchen, in der Industrie. Genau, schauen wir mal in den Mündungsbereich. Hier wird es schon interessanter. Und hier hat man natürlich auch das Problem gehabt, dass die Flächen dann kaum zugänglich waren. Hier ist so ein Ried, also so eine größere Niedermoorfläche im Mündungsbereich des Bodensees. Und da hatte man teilweise schon Probleme, überhaupt Startpunkte dann zu finden, um dann nah genug an den entsprechenden Bereiche zu kommen. Hier sehen wir das. Und da kann man teilweise auch dann Brutvögel erkennen. Zumindest weiße Schwäne konnte man hier und da ganz gut ausmachen. Ja, im Prozess, um das Orthofoto zu erzeugen, ne, das Orthofoto an sich, kann mal kurz draufklicken, das hat hier etwa einen Tag in der Erzeugung gebraucht, aber im Vorfeld muss man natürlich irgendwie eine Grundlage haben, auf die dieses Orthofoto projiziert wird. Und in diesem, für diesen Bereich haben wir natürlich dann dennoch eine dichte Punktwolke erzeugt, allerdings in deutlich reduzierter Qualität, hier in mittlerer Qualität. Also die Bilder werden dort um den Faktor 16 skaliert. Das ist natürlich dann für die Vermessung oder für die Auswertung der dichten Punktwolke nicht mehr so schön, aber als Projektionsgrundlage für Orthofotos in so flachen Bereichen entlang eines Flusses völlig ausreichend. In städtischen Bereichen oder in Bereichen mit vielen Veränderungen in der Höhe und Tiefe, ja, wo Mauern stehen oder viel Vegetation ist, da kann das dann schon mal ein bisschen wenig sein und dann ein bisschen auch die Qualität im Orthofoto beeinflussen. In der Regel reicht das aber als Projektionsgrundlage fürs Orthofoto aus. Aus dem dichten Punktwolke machen wir das DEM oder
digitale Oberflächenmodell. So sieht das dann aus. Und hier erkennen wir das auf der Fläche. Ist das okay? In der Vegetation wird das natürlich qualitativ dann relativ schnell auch schlecht durch die starke Skalierung in den Bildern. Und so sieht die Punktwolke aus. In diesem Fall dann 800 Millionen Punkte verteilt auf 40 Kilometern. Das wäre natürlich in hoher oder sehr hoher Qualität ohne Skalierung oder nur mit dem Faktor 4 skaliert um ein Vielfaches höher. Ja, also dieses Teilprojekt hier, in diesem Fall haben wir 10.000 Bilder, ist also noch in überschaubaren Berechnungszeiten entstanden. Eine Ausrichtung etwa 12 Stunden, dichte Punktwolke in diesem Fall etwa auch 8 Stunden, dann das DEM 48 Minuten und das Orthofoto etwa ein Tag und also anderthalb Tage, ein Tag und 6 Stunden. Das heißt, das hier ist dann in einer halben Woche oder ein bisschen mehr ist das dann fertig, während das Teilprojekt mit der REMS 70 Kilometer deutlich mehr Fotos natürlich, ich glaube, da hatten wir dann knapp 35.000 Fotos, dann deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen hat und dann entsprechend auch in Abschnitten berechnet werden musste. Ja, schauen wir uns mal, das ist jetzt also alles mit der P4 RTK aufgenommen. Schauen wir uns mal die Daten von der Zeitenbefliegung an. Am oberen Neckarlauf. Das ist bereits das gemergte Projekt. Das heißt, hier wurden die Daten dann vorher in Subprojekten berechnet. Und das hier ist ein Zwischenergebnis mit einer Punktwolke in hoher Qualität, was in diesem Fall ausreicht, weil wir eben diese 1,5 cm Bodenauflösung haben und wir in den Enddaten gar nicht eine so hohe Genauigkeit oder so hohe Punktdichte eigentlich ausgeben mussten. Und hier haben wir bereits 20 Milliarden Punkte in der dichten Punktwolke. Wir sehen das jetzt mal hier mit der Konfidenz in der Ansicht. Das sind also 20 Milliarden Punkte, wobei wir natürlich hier an den Rändern auch bereits gefiltert haben. Das heißt, schon bereinigt von Punkten, die wir eigentlich nicht mit exportieren wollen. Die Berechnungszeiten können wir jetzt hier auch nicht direkt auslesen, aber ich kann sagen, die dichte Punktwolke in hoher Qualität hat auf dem großen Rechner hier, dem aktuellen Threadripper Pro mit 64 Kernen, etwa knapp eine Woche gedauert, nur die dichte Punktwolke, auf einem wirklich einer wirklich flotten Workstation. Im Netzwerk hätte man das natürlich beschleunigen können, aber die haben wir in diesem Fall tatsächlich nur auf dieser einen Workstation gerechnet und das dauert einfach. Das muss man einfach dann hinnehmen. Aber es sind ja auch wirklich große Datenmengen. Das sind 90 Kilometer Flusslauf mit über 50.000 Fotos mit 45 Megapixeln. Hier haben wir es 51.400 Fotos. Allein die Verknüpfungspunkte liegen bei 52 Millionen. Und das Orthomosaik hat eine Ausdehnung von über einer Million Pixel zu fast 3 Millionen Pixeln. Das ist also ein gigantisches Orthofoto. Da gibt es natürlich auch kein Bildformat mehr, das in einem auszugeben oder die Punktwolke. Das muss man also alles in Häppchen, in Kacheln ausgeben, damit man das überhaupt irgendwie noch handhaben kann. Wie gesagt, 1 Terabyte reine Fotodaten als Grundlage und dann kann man sich vorstellen, wie dann die Produkte am Ende aussehen. Da braucht man schon einen gewissen Speicher im Rechner. Ja, so sieht das Orthofoto aus. Deutlich höher auflösend als mit der P4RTK von der Qualität. Leider hatten wir hier nicht ganz so gute Lichtbedingungen in dem engen oberen Neckartal, da wir hier sehr enge Hänge haben. Also teilweise waren die Seitenhänge 200 Meter über dem Flussniveau, sodass man wirklich in Tallage geflogen ist, links und rechts der Hang. Das war für die Flugplanung natürlich auch dann recht anspruchsvoll, dass man da nicht irgendwie in Vegetation hineinplant, in irgendwelche Bäume, die da reinragen, an irgendwelchen Hängen, die zu nah rankommen. Da muss man schon Vorsicht walten lassen.
Zudem gab es mehrere Hochbrücken, mehrere Hochspannungsleitungen, die dann genau in Flughöhe, also 120 Metern Höhe tatsächlich das Tal überspannten. Und das sind natürlich dann so Abschnitte, wo man dann ja vorsichtig planen muss und nicht einfach die Drohne unbeaufsichtigt einfach losschicken kann natürlich. Genau, wir sehen das auch schon, die tiefstehende Sonne verursacht viel Schatten, was auch recht schwierig war, einfach weil wir hier auch früher im Jahr fliegen mussten, weil der Zeitkorridor, der uns zur Verfügung gestellt wurde fürs Fliegen, da auch nochmal deutlich begrenzt wurde in diesem Teilprojekt. Genau, hier sehen wir so einen Passpunkt. Wir erkennen schon, ne, das ist das gleiche 80 mal 80 cm Fläche, deutlich schärfer abgebildet. Wir sind hier in 120 Metern Höhe, nur mal im Vergleich zu unserem P4RTK-Projekt. Mal schauen, wo haben wir den nächsten Passpunkt. Das sieht schon ganz anders aus hier. Wobei wir mit der P4RTK im Vergleich hier in 100 Metern Höhe geflogen sind und hier in 120 Metern Höhe mit der P1. Ne, also wir fliegen höher und haben wirklich deutlich, deutlich bessere Ergebnisse, dichtere Daten. Auch wenn das manchmal wie mit Kanonen auf Spatzen ist schon, muss man so sagen. Einfach weil die Flughöhe in Deutschland bei 120 Meter begrenzt ist und das natürlich ja in dem Fall mit dem Objektiv und der Drohne schon echt extrem ist. Genau. Ja, gibt es vielleicht noch Fragen, Kreji, die aufgekommen sind? Denn ich denke, ja, gut, wir sind super in der Zeit. Durch. Genau, wir sind super in der Zeit. Ich danke dir wirklich für die schöne Präsentation. Und du hast viele Fragen auch schon beantwortet, die immer wieder aufgepoppt sind. Ein paar habe ich nebenbei schon gemacht. Aber vielleicht kannst du einfach mal erzählen, zum Beispiel die Frage, wie schnell du geflogen bist, wie hoch ihr geflogen seid. Wir haben ja gesagt, 100 bis 120 Meter. Von der Geschwindigkeit, denke ich, hängt das natürlich auch sehr viel ab davon, wie die Verhältnisse sind. Absolut. Oder? Genau. Also bei der P4RTK in dem ersten Projekt, da hatten wir, muss ich mal reinschauen, ich meine, es waren immer so zwischen 5 und 8 Metern pro Sekunde, die wir da tatsächlich bewerkstelligen konnten, je nach Lichtbedingungen. Mit dem Weitwinkelobjektiv bei der P4 nimmt man etwas mehr Fläche auf. Wir hatten auch bessere Lichtbedingungen, hier hatten wir einfach Tallagen in diesem engen Neckartal, also weniger Licht zur Verfügung und eben weniger Fläche, die wir aufnehmen, also letztendlich etwas weniger Licht. Allerdings mit der M300 haben wir uns weniger Sorgen gemacht, auch bei hohen ISO-Werten. Wir haben den ISO-Wert 800, das war noch akzeptabel für uns. Bei der P4 ISO 800 ist schon absolut grenzwertig, dann wird die Bildqualität schon recht schlecht. Dann muss man einfach langsamer fliegen. Also das variierte dann so zwischen 4 Metern pro Sekunde und ich sag mal 10 Metern pro Sekunde mit der P4 und bei der M300 sind wir teilweise bis auf 15 Meter pro Sekunde gegangen und entsprechend kurzen Belichtungszeiten natürlich. Ja. Also man sieht dann halt hier wirklich ein breites Spektrum an Möglichkeiten, auch von der ISO-Wert natürlich, wie das Wetter ist. Also wenn es sehr, sehr bewölkt ist, hat man natürlich, braucht man mehr Licht, dann kann man in der Regel nicht so schnell fliegen, aber dank der P1 hat man einfach die Möglichkeiten, den großen Sensor, die ISO nach oben zu legen. Genau, aber der ist ja weniger empfindlich. Genau, wenn wir eh schon bei der Planung sind, wie hast du das denn gemacht mit QGIS? Du hast ja gesagt, du hast QGIS benutzt, ihr habt die DJI Pilot F2 benutzt. Wie habt ihr das Ganze denn gemacht? Also ihr habt die KMLs in QGIS gemacht. Kannst du da noch zwei, drei Sätze sagen? Genau, ne, wir haben vom Auftraggeber, sag ich mal, eine lange Linie gekriegt für das M300-Projekt und haben das einfach auf einen Kartendienst gelegt und ein Höhenmodell hinterlegt und geschaut, wie können wir die Abschnitte unterteilen, dass wir die in einem Stück so groß wie möglich natürlich und eben so kurz wie eben nötig, sodass wir das möglichst schnell abfliegen können. Man hätte jetzt hingehen können, pauschal eine Linie reingeben, eine Datei und sagen, 500 Meter Abschnitte unterteilen, ne, so wie die App das dann auch vorgibt. Dann hätten wir allerdings an langen geraden Abschnitten viel Zeit verloren,
wo wir dann auch größere Abschnitte in einem Rutsch dann zum Beispiel hätten fliegen können. Denn dann muss man wieder eine neue Position aufnehmen, also sich irgendwie bewegen im Raum, einen neuen Startpunkt einrichten. Damit verliert man Zeit, deswegen haben wir immer so lang wie möglich geplant. Wir hatten ja unseren mit einem Spotter, der auch dann vorgefahren ist, entsprechend dann Position eingenommen hat. Das Gleiche gilt natürlich, ne, was die Kürze angeht. Gehen wir ein bisschen raus, schauen wir mal hier in so einen Bereich, der, ja, das ist jetzt wirklich sehr groß, das Projekt hier vorne zum Beispiel. Wenn wir jetzt hier solche Schlaufen haben, da kann man sich natürlich, ich lege jetzt mal die Karte dahinter, das war hier so eine Neckarschlaufe, da konnte man sich natürlich schön hier auf so einem Hügel positionieren, so etwas oberhalb, und kann dann so eine ganze Schlaufe direkt in einem fliegen. Wenn man allerdings im Tal steht, dann kann man hier höchstens mal so einen 200-Meter-Abschnitt fliegen, um dann den nächsten zu fliegen und sich so lang zu hangeln. Das heißt, man muss wirklich im Vorfeld sich Startpunkte suchen, die, von denen man meint, man hat einen guten Überblick über das Gelände, möglichst viel Fläche dann entsprechend erreichen kann, direkten Sichtkontakt natürlich halten kann. Das ist also schon, das bedarf schon einiger Vorplanung im Büro dann. Das haben wir nicht vor Ort gemacht. Also man sieht schon, Vorplanung ist auch ein großer Teil von Arbeit. Es ist nicht nur mit der Drohne rauszugehen und zu fliegen, sondern wirklich auch vor Ort, wie du sagtest, mit dem Spotter da zu sein, auch wirklich zu schauen, wo soll man starten, wo kann man landen wieder. Genau. Also wenn wir jetzt irgendwo 2 Hektar befliegen für irgendeine Baustelle, da machen wir nichts im Büro. Da fahren wir hin, planen vor Ort, klack, klack, klack und los geht's. Aber hier haben wir ja wirklich ein begrenzt, wir haben, was ich, jetzt sind 4 Tage Sonnenschein, die Wasserbedingungen stimmen und jetzt müssen wir so viel Kilometer machen, wie wir auch nur können. Und da müssen wir natürlich irgendwo einen Plan in der Tasche haben, den wir dann einfach abspulen, den man natürlich vor Ort geringfügig anpassen kann, wenn die Gegebenheiten anders sind als erwartet. Kann immer mal passieren. Hier ist irgendeine Hochspannungsleitung, die ich vorher nicht beachtet habe. Das kann mal vorkommen. Dann muss ich das natürlich vor Ort dann entsprechend anpassen. Aber sonst bedarf es bei so einem Projekt auf jeden Fall einer guten Vorplanung. Okay. 2 Fragen, die ich versuche zu kombinieren. Metashape benutzt ja nativ das DHHN 2016 Höhenmodell, Höhensystem. Wie habt ihr das realisiert? Ganz einfach, können wir hier mal reinschauen, ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem anlegen. Dazu kann man in Metashape einfach das GCG 2016 Undulationsmodell als GeoTIFF einbinden. Zum Vorgehen einfach hier kurz sich das Lagebezugssystem einfach rauswählen, anklicken, bearbeiten und dann das vertikale System entsprechend hier anpassen. Ne, hier ist jetzt ellipsoidische Höhe und dann suchen wir uns unser System ein. Das müssen wir dann unter Benutzer definiert einfach einarbeiten. Dazu müssen wir natürlich die Datei haben, also das als GeoTIFF dann praktisch vom BKG beziehen. Okay. Das heißt, ihr habt alles dann jetzt in Agisoft gemacht oder auch in QGIS? Die Auswertung haben wir nur in Agisoft gemacht. Und die Verarbeitung der entsprechenden, also das Orthofoto nachher in ArcGIS Pro, haben wir das zum Beispiel gekachelt. Okay, aber die Transformation der GPS-Koordinatendaten fanden dann in Agisoft direkt statt. Absolut. Okay, super. Noch eine Frage im Planungsmodus. Was habt ihr benutzt für die Planung der DJI Pilot App? Wie habt ihr das gemacht? Oblique-Modus, 2D, 3D, was habt ihr da benutzt? Genau, hier haben wir Korridore beflogen, also Linien letztendlich einfach dann entsprechend extrudiert und die entsprechend abgeflogen. Teilweise waren hier auch Flächen bei, die beflogen werden sollten. Da haben wir dann den Smart Oblique Modus verwendet. Hier sehen wir zum Beispiel so einen Teilbereich. Ich schalte mal die Fotos hinzu. Und dann haben wir solche Flächen, die zum Beispiel jetzt für die Hochwasserkartierung besonders interessant waren. Die haben wir dann auch hier im Smart Oblique geflogen. Da sieht man hier diese extrem dichten Fotoabstände, die letztendlich aus diesen vielen Oblique-Fotos dann bestehen, die dann in alle Richtungen aufgenommen werden. Also hier Smart Oblique für die Flächen und an den langen Korridoren, Abschnitten, ganz normal Korridorflug mit Senkrechtaufnahme und dann zusätzlich nachher noch mit Schrägaufnahmen. Okay. Die haben wir zum Teil auch manuell dann aufgenommen, weil wir da einfach dann direkte Linie zum Beispiel den Rückflug und Anflug direkt genutzt haben und dann entsprechend Schrägbilder in das Gebiet aufgenommen haben, um letztendlich dann auch vor Ort die Flugzeiten zu minimieren. Okay.
Und ich glaube, wir sind jetzt in der Zeit gut dabei. Letzte Frage will ich noch stellen. Ich glaube, das dauert vielleicht noch zwei, drei Sätze länger bezüglich der Genehmigungsverfahren, also spezieller Kategorie, weil ihr einerseits seid ihr im bewohnten Gebiet geflogen, andererseits Naturschutzgebiet. Gab es da irgendwelche bestimmte Auflagen? Konntet ihr das einfach machen, weil es Ja, von einem genau. Ministerium der Auftrag kam? Richtig. Also wir sind unter behördlicher Aufsicht geflogen. Das wurde direkt vom Land, also vom Regierungspräsidium beauftragt. Da haben wir bestimmte Vorgaben gekriegt, an die wir uns halten mussten. Ansonsten waren wir da erstmal dann, sag ich mal, fein raus. Natürlich in Naturschutzgebieten, da musste man nochmal spezielle Vorgaben einhalten. Fluggeschwindigkeiten mussten wir dort begrenzen. Wir mussten unsere schwarze Drohne mit weißen Bändchen und Stickern markieren, damit die Vögel davon nicht so irritiert werden. Also da gab es so einige Anforderungen, die von Seiten dann der Naturschutzbehörden gestellt wurden, die wir dann entsprechend einhalten mussten. Die ornithologische Begleitung in beiden Projekten jeweils. Da war dann ein Fachmann vor Ort, der dann die Vögel beobachtet hat und entsprechend das Verhalten dann auch aufgenommen hat. Was auch ganz interessant ist, weil sowas bisher sehr wenig passiert ist so. Und tatsächlich mit sehr positiven Ergebnissen aus unserer Sicht, weil die Drohne doch relativ wenig Störung verursacht in diesen Flughöhen. 100, 120 Metern ist das fast kein Thema für die Tierwelt am Boden. Also da sind die normalen Flugzeuge, die da überall mit diesen kleinen Flughäfen landen und starten, deutlich störungsintensiver. Dann natürlich Flugplätze. In dem ersten Projekt sind wir tatsächlich mitten in der Platzrunde gelandet von einem kleinen Flugplatz, von einem Verkehrslandeplatz. Und da mussten wir natürlich im direkten Kontakt mit dem Tower stehen. Und letztendlich, sobald bemannter Luftverkehr da auftauchte, netterweise haben die genau zu unserem Aufnahmezeitpunkt Flugübungen durchgeführt. Also immer landen, durchstarten, Platzrunde fliegen, immer schön durch unser Befliegungsgebiet. Das war natürlich sehr ja, fordernd, sage ich mal, weil wir da im Minutentakt unterbrechen mussten, die Drohne runterholen, abwarten, weitermachen. Das sowas kostet natürlich Zeit, aber das sind ja nur kleine Bereiche. Und natürlich Behörden entsprechend informieren über das Vorhaben, sodass letztendlich da auch dann nichts zu erwarten ist von der Seite. Also man muss auch sagen, es gab keine Zwischenfälle mit Personen vor Ort, die das irgendwie negativ aufgenommen haben. Man hat natürlich eine Bescheinigung, Betretungserlaubnis für die Flächen entsprechend, mit der man dann winken kann. Und das sollte man dann schon im Vorfeld organisieren, dass man da auch was in der Hand hat, um dann ja Diskussionen, sage ich mal, möglichst zu vermeiden. Letztendlich waren wir ja nur Ausführender, ne, für den Auftraggeber. Okay, perfekt. Ich danke dir, Lukas. Ich danke dir auch, Christian, im Hintergrund dafür, dass ihr uns einen Einblick gewährt habt. Ich denke, wir haben hier genug Fragen gehabt. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind auch oder Aufträge, immer gerne an Christian und an Lukas weiterleiten. Wir werden euch noch diese Präsentation, die der Lukas gerade gezeigt hat, nochmal im Nachhinein zuschicken. Die werden wir zukommen lassen mit dem Link, wenn das Video fertig ist, wenn es hochgeladen ist. Das wird ein paar Tage dauern, aber das machen wir dann zeitnah fertig. So, wir haben keine Fragen mehr. Vielen Dank auch an die Teilnehmer, die sagen auch, also das hat, glaube ich, alle gefreut. Danke auch nochmal fürs Feedback. Gern jederzeit an uns nochmal wenden, wenn irgendwas nochmal sein sollte. Und wünsche jetzt schon mal ein schönes Wochenende zusammen. Alles Gute. Danke. Wiederhören. Dankeschön, ebenfalls. Schönes Tschüss. Wochenende. Danke. Tschüss.